Habt ihr eine alte Liebe? Vielleicht sogar beim Bier? Bei mir ist es definitiv das Weißbier. Jetzt kommt die alte Liebe auch ins Glas. Welche Brauerei sowas braut, das verrate ich euch in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr alle lieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid mit einer alten Liebe von mir. Ich habe das Bier zwar noch nie getrunken, aber es ist die alte Liebe aus der Kuchelbauer Brauerei aus Abensberg. Und das ist deren dunkles Weizen. Und das kommt hier in einer Dose. Meines Wissens braut die Brauerei Kuchelbauer bzw. füllt gar nicht in Dosen ab. Aber das ist für eine Sonderedition für den amerikanischen Markt gemacht. Und da werden sich die ein oder anderen dann sicher drüber freuen, wenn es hier eine dunkle Weiße aus Germany gibt. Das Bier selber, wie gesagt, ein dunkles Weißbier mit 5,2 Volumenprozent Alkohol, 12,5 Grad Plato und kommt, wie gesagt, aus der Kuchelbauer Weißbierbrauerei, die ausschließlich Weißbier braut. Ich glaube, da gibt es ein oder zwei Ausnahmen, die sie aber gar nicht bei sich selber brauen, wenn ich mich da nicht allzu sehr täusche, sondern die dann in einer befreundeten Brauerei gemacht werden. Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. Wir sind in Bayern unterwegs. Da gibt es nichts anderes. Da herrscht noch Zucht und Ordnung bei den Bierzutaten. Und 12,5 Grad Plato habe ich gesagt. Dann würde ich sagen, gehen wir es einfach mal an. Ich bin sehr gespannt. Dunkle Weißbiere, auch durchaus etwas, mit dem ich mich sehr gut anfreunden kann. Und ich habe hier auch mein Kuchelbauer Turmweiße Glas genommen. Ich hoffe, da ist mir die dunkle Weiße jetzt nicht böse, sondern die lässt das auch über sich ergehen. Bei Weißbieren bin ich mir ja aus der Dose nicht immer so ganz sicher. Ist das jetzt Frevel oder darf man das machen? Weil ja viele Weißbiere dann auch noch eine Flaschengärung erfahren. Und von Dosengärung habe ich noch nie was gehört. Müsste aber natürlich theoretisch auch funktionieren. Eine richtig schöne dunkelbraune Farbe, so ein leichter rötlicher Einschlag. Ein ja, kräftig beiger, schon fast haselnussbrauner Schaum obendrauf, der aber stiltypisch da richtig obendrauf thront und dieses Glas den auch noch richtig schön zur Geltung bringt. Also ich glaube, ich habe da keinen Fehler gemacht bei der Auswahl des Glases. Jetzt schauen wir mal, was die Nase sagt. Oh, ist das geil. Karamell, Hefe, Banane, so ein bisschen Schoko, schöne Weizenmalznote. Oh. Also das macht richtig Lust. Ich würde sagen, setz wohl. Cheers. Dunkles Malz mit so einer richtig schönen karamelligen Note, Banane dazu, perfekt, Schokonoten auch, so ein bisschen Kaffee ist mit am Start, von der Süße her also eher im mittleren Bereich, bittere ganz, ganz dezent, wie bei Weißbier natürlich üblich. Keine Herbe, ein richtig weiches Mundgefühl und so ein bisschen Kaffee. Kommt dann hinten im Nachtrunk dann noch ein bisschen stärker rein. Es ist ein schöner mittlerer Körper, durchschnittliche Kohlensäure für ein Weißbier, aber es ist einfach so eine richtig schöne cremige Textur und da hilft natürlich auch hier oben der Schaum noch ein bisschen. Man hat einfach so das Gefühl, man trinkt da auch so ein bisschen Bananensplit, muss ich ganz ehrlich sagen. So dieses karamellige Schoko-Banane, das ist schon sehr, sehr angenehm und auch diese Weißbierhefe, einfach herrlich. Gerade bei der dunklen alten Liebe. Und es ist für mich gerade eine neue Liebe, aber es könnte eine alte Liebe werden. Der Nachtrunk dann auch geprägt von dem dunklen Malz, karamellige Süße, schön weich im Mund, leichte Säure kommt noch mit rein, dezentere Zitrusnote. Insgesamt einfach super erfrischend, richtig tolles Bier. Die alte Liebe, das dunkle Weizen, aus der Weißbierbrauerei zum Kuchelbauer von ProbierTV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für die alte Liebe, das dunkle Weizen aus der Brauerei zum Kuchelbauer. Habe ich aus der letzten Biertasting Club Monatsbox gezogen und das hat sich definitiv gelohnt. Dann soll es von meiner Seite aus heute gewesen sein. Sagt danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.